Ja, hallo, wir haben hier einen weiteren interessanten Gesprächsgast. Wir haben hier nämlich den Johnny. Johnny ist Gitarrist von der Band Marathonmann. Und die Band Marathonmann ist sehr aktiv in letzter Zeit, schon seit geraumer Zeit, sehr viel unterwegs, live unterwegs, im Proberaum sehr aktiv. Und irgendwann kam die Situation für die Band, sich jetzt auch näher mit dem Thema In-Ear-Monitoring zu beschäftigen. Und das ist eben auch das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Dann übergebe ich schon mal gleich mit der ersten Frage, Johnny. Wann denkst du denn, macht es realistisch gesehen Sinn für eine Band, sich mit dem Thema In-Ear-Monitoring zu beschäftigen? Also erstmal, hi, Johnny hier vom Marathonmann. Wann macht es Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also ich sag immer, bei vielen Bands zum Proben macht's Sinn, so früh wie möglich auf In-Ear-Monitoring umzusteigen. Da gibt's Möglichkeiten, die nicht so arg ins Geld gehen. Da braucht man letztendlich nur irgendein Mischpult mit vier AUX-Ausgängen. Und da steckt jeder seine Kopfhörer ein und man kann einfach, jeder kann die Gitarre einstellen, wie laut er sie haben möchte, die zweite Gitarre, Bass etc. Und zum Proben macht es wirklich wahnsinnig viel Sinn, weil man einfach jeden hört und sich außerdem halt nicht die Ohren völlig kaputt schießt. Für Live-Situationen ist es ein bisschen schwieriger, weil man ja mit Monitoren soweit ganz gut klarkommt. Das funktioniert schon immer alles. Letztendlich ist es, wenn man irgendwie sich immer weiterentwickelt, gerne kommen irgendwie bei Bands Backing-Tracks dazu oder man will auf Klick spielen. Und ab da macht es dann auf alle Fälle Sinn, dass man auf In-Ear-Monitoring umsteigt. Ich kann jetzt auch noch als Beispiel geben, wie es bei uns war. Wir waren letztes Jahr mit Angst und den Rogers auf Tour, die ja beide schon zu dem Zeitpunkt mit In-Ear-Monitoring gespielt haben. Und der Soundcheck bei denen war so viel schneller als bei uns, weil man nicht immer wieder die Monitore einstellen musste für jeden. Und da war dann einfach bei uns so der Punkt, wir brauchen das auch. Okay, Genau. sehr viele Vorteile. Siehst du denn auch Nachteile beim In-Ear-Monitoring? Ja, also bei uns war vor allem anfangs das Problem, dass es halt sehr anders klingt. Und ich finde, es ist ein Nachteil, weil man ist sehr abgeschottet. Also man hat die Kopfhörer drin, man hört halt alles sehr direkt, was ja gut ist, aber auch eben in dem Fall, man hat nicht mehr so dieses Feeling von diesem Live. Und finde ich, ist schon ein Nachteil. Aber die Vorteile überwiegen, dass man das einfach, ja, dass es trotzdem Sinn macht. Und es ist schon eine starke Umgewöhnung, wo man mit einfach erstmal zu kämpfen hatte. Also unser erstes Konzert mit In-Ear war eine Katastrophe. War furchtbar. Okay, aber man gewöhnt sich dran und Man dann gewöhnt sich dran, ja. überwiegen dann wahrscheinlich die Vorteile. Deswegen macht ihr das ja jetzt auch. Genau. Wo denkst du denn, sollte man investieren? Wie viel sollte man investieren? Wo kann man eventuell sparen und wo sollte man auf keinen Fall sparen? Okay, also so, wenn man jetzt auf Live-In-Ear-Monitoring geht, würde ich wahrscheinlich schon so, glaube ich, um die 2.000 € investieren. Da kriegt man ein solides System, was in sich gut funktioniert, mit dem man relativ flexibel ist. Wo man jetzt auf keinen Fall sparen sollte, wäre jetzt bei den Kabeln. Passend auch. Wir haben alles auch übrigens nur von Cordial natürlich und haben uns noch nicht einmal im Stich gelassen. Es ist einfach so, wenn man dieses In-Ear-Rack baut, man hat einen Haufen Kabel in diesem Case drin und man will einfach nicht, dass es kaputt geht, weil es ist ein Haufen Arbeit, das alles richtig zu stecken und wenn eins kaputt geht, dann muss man erstmal rausfinden, welches ist es und das dann austauschen und so weiter. Und zum Thema Case, das ist halt das nächste, da würde ich auch nicht sparen, weil es ist halt doch ein teures, man hat viel Equipment in einer Kiste drin und man sollte schon schauen, dass das einfach nicht kaputt geht. Und genau, das sind so die ersten zwei Sachen. Wie man Geld sparen kann, ist, wenn man sich
sehr gut Gedanken macht, also wenn man sich wirklich hinsetzt, aufschreibt, was brauche ich nicht, wo kann ich jetzt momentan noch ohne auskommen, da kann man einfach viel Geld sparen. Also wenn man sich einfach Gedanken macht, und das ist ja jetzt momentan auch eine ganz gute Gelegenheit für viele Bands, weil man ja leider Zeit hat dafür. Und weil ja viele sitzen ja gezwungenermaßen daheim und man kann sich jetzt sehr gut drüber Gedanken machen und einfach mal aufschreiben, welche Kanäle oder wie viele Kanäle brauchen wir und so weiter und so fort, genau. Eben, es ist ja sehr gut, wenn man jetzt die Situation nutzen kann, um sich vorzubereiten auf die Phase, wenn es dann toi 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 wieder so richtig losgeht. So ist es. Sehr gut. Ich finde, das ist auch schon eigentlich ein gutes Schlusswort, weil es wird irgendwann, da gehen wir jetzt alle mal fest von aus, wieder losgehen. Und wenn die Leute jetzt dann schon planen, um dann wirklich, wenn es soweit ist, ein schönes in ihrem Monitoring-System am Start zu haben, dann kann es eigentlich ja nur weiter vorangehen. Genau. In diesem Sinne, du hattest ja freundlicherweise auch vor dem Interview angeboten, dass du auch gerne Fragen beantworten wirst, beziehungsweise deine Kollegen von der Band Marathonmann. Ihr seid auf Instagram, Facebook etc. zu finden und auch wenn jetzt Fragen sind, die können natürlich auch gerne in das Kommentarfeld unter dem Post geschrieben werden. Ich werde die Fragen dann natürlich gerne weiterleiten. Das wäre super, ja. Oder könnt ihr gerne machen, freuen wir uns. Alles klar, klasse. In diesem Sinne wünsche ich gute Gesundheit und dann viel Spaß und viel Erfolg, wenn es da wieder so richtig losgeht. Ja, bis ebenso. Dann. Danke. Mach's gut, Johnny. Ciao. Ciao.